Hallo YouTube, diesmal in diesem Video geht es um legal Schwarzfunken. Wie kann man legal senden? Wenn man einen Radiosender aufmachen will, könnte man ja einen Radiosender kaufen, der mit in Deutschland zugelassenen 50 Nanowatt sendet. Wobei 50 Nanowatt sind 0,000005 Watt. Damit kann man von 87,5 bis 108 MHz senden. Der Nachteil an den Sendern ist, die Sendeleistung von dem Sender ist so gering, dass sie vielleicht einen Meter senden. In Deutschland sind aber leider nur diese 50 Nanowatt anmelde- und genehmigungsfrei. Das heißt, nur mit dieser Leistung dürfte man in Deutschland auf Sendung gehen. Und streng genommen nur mit legalen Geräten, das heißt mit Geräten mit CE-Kennzeichnung, wo auch überprüft wird, dass sie wirklich nur diese 50 Nanowatt haben. Der Sender, der kann aber oft nur in etwa einen Meter Entfernung zum Sender noch empfangen werden, mit einem Radio. Dadurch eignet er sich nicht mal, um eine Wohnung oder so zu versorgen, weil nach etwas mehr als einem Meter ist schon fast Schluss, spätestens wenn eine kleine Wand dazwischen ist, war es das. In USA allerdings gibt es auch solche Sender, gibt es teilweise auch bei eBay, Export und so, die senden mit 50 Milliwatt. Das schaut schon besser aus, die senden mit 0,05 Watt. Das wären die legalen FM-Sender in USA. Die dürfen in USA von jedermann ohne Genehmigung betrieben werden. Und die sind 1 Million mal stärker als die Sender, die in Deutschland erlaubt sind. Von den Frequenzen her ist es fast das gleiche. Ich glaube, die USA, die geht nur bis 107,9 MHz, die fängt auch etwas später an. Da ist das UKW-Band, soweit ich weiß, ein bisschen kleiner. Nur die Sender sind nur in den USA legal, in Deutschland illegal. Weil die Sendeleistung ist, wie gesagt, 1 Million mal stärker als die erlaubten deutschen Sender. Und 0,000005 Watt, was vielleicht 1 Meter sendet, senden die 50 Milliwatt Sender schon 1000 Meter. Warum nur 1000 Meter? Wenn 50 Nanowatt 1 Meter sendet und 1 Million mehr, nur 1000 Meter liegt daran, wenn man die Leistung von 50 Nanowatt auf 200 Nanowatt vervierfacht, dann hat man in 2 Meter Entfernung die gleiche Empfangsstärke wie mit 50 Nanowatt in 1 Meter und so weiter. Also man muss für die doppelte Reichweite die Sendeleistung etwa vervierfachen. Und dabei kommt man, wenn man es ganz genau umrechnet, bei etwas über 1000 Meter Reichweite. 1000 Meter Reichweite würden aber schon reichen, um einen kompletten Stadtteil mit seinen Radiosender zu versorgen. Leider sind diese Sender in Deutschland nicht erlaubt. Es ist zwar keine Straftat mehr, die Sender zu betreiben, aber es kann richtig Geld kosten, wenn man jetzt einfach einen Radiosender aufmacht und betreibt. Selbst wenn er nur 50 Milliwatt hat, kann es sein, dass man dann wirklich so eine Größenordnung von zwischen 500 und 5000 Euro Bußgeld bezahlen muss. Viele Piratensender gehen aber einfach auf Kurzwelle, meistens im Bereich zwischen 6 und 7 MHz. Beliebte Frequenzen sind so 6660, also 6,660 MHz und so, wo einige dann schwarz senden, also Radiostationen schwarz senden, oder MCB-Band auf 27555 bis 28 MHz findet man ein paar Piratensender, oder teilweise eben auch seltener von 25 bis 265. Findet man auch ab und zu privaten Sender oder Stationen, die einfach dann ihr Radio senden. Das Risiko dabei zu erwischt werden ist gleich null, auf Kurzwelle. Auf UKW ist das Risiko bei weitem viel größer, da fast jeder noch ein Radio oder ein Autoradio hat. Das Einzige, was sicher ist, das ist, wenn man andere kommerzielle Radiosender stört, zum Beispiel andere UKW-Sender, dann rücken sie aus und dann ist mit einer Geldbuße oder Strafe zu rechnen. Eine Straftat ist es schon lange nicht mehr,
aber man kann ein ziemlich teures Bußgeldverfahren und den Messeinsatz bezahlen, was ein paar tausend Euro sein kann. Bei den ganz kleinen Sendern ist es meistens nur eine Verwarnung und man bezahlt dann so 100 bis 500 Euro. Aber wenn man ein ganzes Stadtgebiet versorgt und auch mit 50 Milliwatt könnte man schon ein ganzes Stadtgebiet versorgen, auf UKW zum Beispiel, dann kann es sein, dass man sogar noch für die Musik, die man sendet, belangt wird und so. Also würde ich abraten, auf UKW zu senden. Wenn wirklich auf UKW, dann vielleicht mit einem Sender, der wirklich nur legale 50 Nanowatt hat. Dann gibt es im CB-Bereich vielleicht noch eine Lücke. Auf 27 MHz darf man mit 10 mW senden. Nur sollten die Geräte, glaube ich, auch CE zugelassen sein. Mit einem CB-Funkgerät könnte man auf CB-Frequenzen auch ganz legal senden. Und es hat den Vorteil, es hat noch 4 Watt Ausgangsleistung und man kann nicht belangt werden, wenn man mit einem CB-Funkgerät sendet. Das ist dann kein Schwarzfunken. Geht man allerdings mit der Frequenz hier höher, dann kann man wieder belangt werden wegen Schwarzfunken. Aber eigentlich interessiert das fast keinen mehr. Auf 28 MHz können sich die Amateurfunker beschweren. Und der Bereich oberhalb und unterhalb des CB-Bandes dürfte ziemlich frei sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da erwischt wird, ist tatsächlich sehr, sehr gering. Aber ich würde Ihnen jetzt nicht empfehlen, da jetzt einen Radiosender zu machen, weil das Risiko, erwischt zu werden und dann zahlen zu müssen, doch gegeben ist. Unter legalen Funkanwendungen kann ich sagen, da ist PMR-Funk super auf 446 MHz mit einer maximalen Sendeleistung von 0,5 Watt. Da darf jeder ohne Anmeldung und ohne Gebühren drauf rumfunken. Dann Freenet auf 149 MHz auch mit 0,5 Watt. Freenet geht etwas weiter, da die Frequenz nicht so hoch ist, ist nahe dem UKW-Band, hat also eine ähnliche Reichweite wie UKW. Und den CB-Funk auf 27 MHz mit 4 Watt. Auf CB-Funk ist allerdings mit einigen Störungen durch Überreichweiten und so zu rechnen. Und man braucht für CB eine sehr große, sehr lange Antenne. Von den Reichweiten her, PMR-Funk geht etwa so 5 bis 10 Kilometer. Freenet geht etwas weiter, hat die gleiche Sendeleistung, die Frequenz ist aber deutlich niedriger. Und CB-Funk, da braucht man Riesenantennen und kommt dann etwa 30, 40 Kilometer, teils auch 100 Kilometer, je nachdem, was für eine Antenne man hat, wie viele Berge dazwischen sind. Das wären die legalen Funkanwendungen. Und die illegalen Funkanwendungen unterhalb oder oberhalb des CB-Bands oder im Kurzwellenbereich werden hauptsächlich so vom privaten Sender genutzt. Der Kurzwellenbereich 6 bis 7 MHz hat den Vorteil von einer extrem großen Reichweite durch die Ionosphäre. Da gibt es fast Tag- und Nachtüberreichweiten. Wenn man dann Radiosender aufmacht, auf Kurzwelle, der wäre sehr weit zu hören. Der Nachteil an den legalen Funkanwendungen ist, es ist nicht erlaubt, einen Radiosender drüber zu betreiben, sowohl über PMR als auch über Freenet als auch über CB-Funk nicht. Man darf keine Funkradiostationen aufmachen, die Frequenzen sind nur für privaten Sprechfunk gedacht und die Genehmigung und die Zuteilung, die Allgemeinzuteilung sagt dies auch aus, es ist kein Dauersenden erlaubt. Wenn man da also Musik sendet, könnte man auch Probleme bekommen. Aber sowohl PMR-Funk, Freenet als auch CB-Funk beim Musiksenden, das wäre eine Ordnungswidrigkeit, wird aber nicht so stark bestraft, wie wenn man jetzt auf verbotenen Frequenzen sendet oder gar im UKW-Band sendet.